Hallo zusammen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Ausgabe Ländle TV, der Tag. Heute gibt es diese Themen für Sie. Das Theater Kosmos präsentiert den Spielplan 2019 und zeigt sich gesellschaftspolitisch kritisch. Dann gibt es einen Ausschnitt von Ostergondel mit Rennfahrerin Fabienne Wohlwendt. Und natürlich mit dabei unser Kachelmann-Wetter. Das neue Jahr hat gerade begonnen und im Theater Kosmos, da wurde nun der Spielplan für das aktuelle Jahr 2019 vorgestellt. Dort stehen auch einige kritische Programmpunkte und Aktionen auf dem Plan. 9000 Besucher in über 100 Veranstaltungen. Das Kosmos-Theater in Bregenz zeigt sich zufrieden mit der Bilanz 2018. Auch im neuen Jahr setzt man alle Karten auf ein buntes und vielfältiges Programm. Ich glaube, wir sind sehr zufrieden über das Jahr 2018 und ich denke, wir haben 2019 wirklich ein ganz hervorragendes Programm. Ich glaube, wir haben noch nie drei Uraufführungen gemacht und eine österreichische Erstaufführung, dass wir das 2019 unserem Publikum anbieten können. Das erfüllt uns mit Freude. Dass die Theaterbühnen längst nicht nur für ein älteres Publikum bestimmt sind, zeigt der Theaterraum Kosmodrom, der 2019 erneut jungen Talenten eine Plattform für ihre Kunst bereitstellt. Da bemühen wir uns sehr, zum Beispiel, dass wir ganz junge Regieteams holen. Wir zwei sind halt dann doch für die Jungen schon ziemlich alte Männer geworden. Und wenn wir dann aber so mit 22, 23, 24-jährigen Autorinnen, Autoren, mit Regisseurinnen arbeiten, die haben auch einen anderen Zug, einen anderen Code auf die Welt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für uns, dass wir mindestens eine große Produktion mit so ganz jungem Blickwinkel besetzen. Mit dem Spielplan 2019 will man Theaterkunst bieten, die unterhält, aber auch aufrüttelt, dabei gesellschaftliche Themen aufgreift, irritierende Impulse setzt und zur Diskussion anregt. Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist in Zeiten wie diesen, wo sich immer mehr Entsolidarisierung abzeichnet, wo Parteien Entsolidarisierung predigen, die Ausgrenzungen machen, dass es ganz wichtig ist, auch eine Position zu beziehen, eine gesellschaftspolitische. Und ich glaube, die Kunst, speziell auch das Theater, ist dazu geeignet, die Menschen zu einer Mündigkeit zu verhelfen oder sie in der Mündigkeit zu lassen. Darum ist auch das Motto dieses Jahres: Wie gefällt euch unsere Zeit? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass das Theater wieder für einen Diskurs steht. Wir haben deswegen heuer im Jahre 2019 zwei Aktionen geplant. Auf der einen Seite möchten wir bei allen unseren vier Produktionen einen Abend dazu zur Verfügung stellen, dass Menschen, die uns besuchen, uns bei freiem Eintritt besuchen können. Und an diesen vier Abenden bekommt jeder, der das Theater verlässt, von uns 10 Euro. Das ist die eine Aktion. Und die andere ist, es gibt auch hier Populisten, die immer mehr Entsolidarisierung predigen und immer mehr Menschen, die ihr Denken freiwillig blockieren. Und wir möchten diese Menschen einladen, bei uns ins Theater zu kommen. Und aus diesem Grund möchten wir 2019 allen FPÖ-Mitgliedern, die sich auch als Mitglieder ausweisen können, freien Eintritt gewähren und bitten sie, unser Theater zu besuchen, um mit ihnen in einen Diskurs, also eben entgegen einer Ab- und Ausgrenzung, ihnen einen Diskurs, ein Angebot für eine Diskussion zu machen. Alle Termine und der aktuelle Spielplan findet man unter www.theaterkosmos.at. Die schnellste Rennfahrerin aus Liechtenstein. Diesen Titel trägt Fabienne Wohlwendt. Und sie hat sich mit Andreas Seeburger Ostergondel auf den Mottersberg unterhalten. Einen Ausschnitt gibt es jetzt für Sie. Fabienne, erzähl, wie kommst du zu so einem, was ist das für eine Formel, die du fährst? Ferrari Challenge. Genau. Erzähl bitte, ist ja hochspannend. Ja, wie kommt man drauf, Autorennen zu fahren? Es ist so, ich habe mit Sydney mein erstes Go-Kart gekriegt. Okay. Und eigentlich für meinen grossen Bruder. Und ich eigentlich ursprünglich immer ein Pony Villa. Hat es leider dann nicht gegeben. Dann hat mein grosser Bruder einen Go-Kart gekriegt, ja. Und dann hat man mich fast gezwungen, um da mal ein paar Runden zu drehen. Okay. Aber dann habe ich da ein paar Runden gedreht,
Suisi Aropmar, Papa, ich will auch so einen Go-Kart. Und dann zu meinem 7. Geburtstag habe ich mein erstes Go-Kart gekriegt. Okay, das war eine Initialzündung, das hat dir gefallen? Genau, also ich war vom ersten Moment einfach begeistert. Und ja, dann hat es angefangen, zuerst sind wir nationale Rennen, Schweizer Meisterschaft gefahren. Dann bin ich viel in Norditalien gefahren, ja. Dann die deutsche Meisterschaft. Und das bis 2015. Ja. Und dann im 2016 habe ich mich entschieden, den Schritt zu machen, weiterzukommen. Ja. Dann bin ich die italienische Formel 4 Meisterschaft gefahren. Was? Und nebenbei noch die ganze Ausbildung gemacht. Ich habe die Lehre zur Bankkauffrau gemacht. Bin jetzt immer noch auf der Bank tätig. Die komplette Folge Ostergondel mit Fabienne Wohlwend, die gibt's noch in dieser Woche bei uns im Ländle TV Wochenmagazin. Und jetzt geht es weiter mit den Schlagzeilen von morgen aus den Vorarlberger Nachrichten. Am Donnerstag endet die Begutachtungsfrist für die neue Sozialhilfe. Schon jetzt sind viele Stellungnahmen öffentlich. Sie zeigen, die Kritik ist groß. Das Vorarlberger Kinderdorf ist eines der größten Kritiker. Die offizielle Stellungnahme des Landes steht noch aus. Kirchenaustritte und kein Ende. Im vergangenen Jahr kehrten fast 3000 Personen der katholischen Kirche den Rücken, um 4,3% mehr als 2017. Am Landesgericht Feldkirch wird derzeit gegen einen 36-jährigen Angeklagten verhandelt, der die Mutter seines Kindes geschlagen und mit dem Umbringen bedroht haben soll. Das war's nun auch schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe Ländle TV der Tag. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es gibt jetzt noch unser Kachelmann-Wetter und ich darf mich verabschieden. Machen Sie's gut. Tschüss. Ländle TV überträgt den Weißen Ring aus Lech Zürs live. 1000 Starter nehmen die Herausforderung an und bezwingen die 22 Kilometer Skiabfahrt und 5500 Höhenmeter. Wir sind live für Sie dabei bei dem Skirennen des Jahres. Der Weiße Ring live am 19. Jänner 2019 ab 8.45 Uhr auf Ländle TV und voll.at. In der Nacht zum Donnerstag ist im ganzen Ländle verbreitet mit teils starkem Schneefall zu rechnen. Bis am Morgen kommen im Rheintal rund 15 bis knapp 30 cm Schnee zusammen. In den typischen Staulagen vom Bregenzer Wald und rund um den Adelberg sind 40 bis 60 cm zu erwarten. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen minus 9 Grad in Lech am Arlberg und bei minus 1 Grad in Lochau am Bodensee. Der Tag startet dann im ganzen Land mit Schneefall, der vom Bodensee bis zum Bregenzer Wald, Arlberg, auch kräftig ist. Nur in den südlichen Landesteilen wird dieser deutlich schwächer ausfallen. Erst im Laufe des Nachmittags lassen die Schneefälle auch im Norden nach und in der Nacht zum Freitag lockert es teils auf und der Schnee klingt auch in den Staulagen ab. Von Donnerstag früh bis in die Nacht zum Freitag kommen im Rheintal nochmals 10 bis 20 cm zusammen. Richtung Bregenzer Wald, Arlberg 20 bis 50 cm. Achtung! Vielerorts gibt es Lawinenwarnstufe 4 von 5. Am Donnerstag ist somit durch den Schnee im ganzen Land mit tiefwinterlichen Straßenverhältnissen und teils auch durch die Lawinengefahr mit gesperrten Straßen und eingeschneiten Orten zu rechnen. Bitte informieren Sie sich bei den örtlichen Lawinenkommissionen. Die Temperaturen steigen tagsüber auf minus 8 Grad in Waadt und bis auf 0 Grad direkt rund um den Bodensee. Vielerorts gibt es somit Dauerfrost und Pulverschnee. Weitere Aussichten. Am Freitag kurze Wetterberuhigung mit einem Wolken-Sonne-Gemisch. Abends setzt vom Nordwesten erneut leichter bis mäßiger Schneefall ein. Es gibt ganztags Dauerfrost bei minus 8 Grad in den höher gelegenen Tälern rund um den Arlberg, Bregenzer Wald und bis minus 2 Grad am Bodensee. Am Samstag anfangs leichter Schneefall, tagsüber vorübergehende Wetterbesserung mit einzelnen Auflockerungen und oft trocken bis plus 1 Grad im Rheintal. Am Sonntag vom Nordwesten kräftiger Schneefall und in Lagen unterhalb von 700 bis 1000 Meter teils Regen. Weiterhin angespannte Lawinensituation. Im Rheintal nachmittags bis plus 3 oder plus 4 Grad.